Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen wieder zu Kingdom Come Deliverance, liebe Mittelalter- und Ritterfreunde. Es geht weiter, wir sitzen mal kurz am Klo hier. Das muss auch sein. Aber jetzt geht's weiter, vielleicht fehlt uns, haben wir eine Eingabe, irgendwen müssen wir noch befragen. Und ich glaube... Moment. Hier sind die Pferde. Irgendwo geht's noch. Wo geht's denn da noch weiter raus? Wir machen jetzt hier weiter. Der letzte Part ist mir doch ein bisschen lange geworden. War das da unten? Wo wollte ich denn da hin? Die Gegend ist einfach sowas von geil. Das ist unfassbar. Also die Natur, das ums alles und die Häuser alles. Sensationell geil hinbekommen. Man würde am liebsten einfach nur... Man kann auch einfach nur spazieren gehen. Und sich die Gegend anschauen. Unfassbar. Ich würde noch gern mit so einem Pferd vor einen Karren, vor eine Kutsche spannen und dort auch so die Hauptstraßen ein bisschen abfahren. Einfach nur ganz entspannt. Wäre auch geil. So, wo war denn der... Ich habe da so eine Idee, wo war denn das? War das hier? Marc, mit dem ist... Haben wir den noch nicht geredet? Mal reden wir mal mit Marc. Haben wir den schon geredet? Ich glaube, das war der, den wir noch suchen. Geht es dir gut? Lass mich in Ruhe, geh weg! Der fehlt uns noch! Na Gott sei Dank! Na, da kann ich da drüben lang suchen. Ja, da müssen wir das nehmen. Ich werde mich um diese Bastarde bekümmern. Du brauchst keine Angst zu haben. Mit deiner Hilfe finde ich diese Bastarde. Und dann werden sie bezahlen. Sie haben es verdient. Was willst du wissen? Mhm. Was ist hier eigentlich geschehen? Die haben die Tiere getötet und... Warum haben sie getötet? Ja, das will ich auch gerne wissen. Einfach nur zum Spaß, oder... Die wissen doch, dass wir hier von der Burg dann kommen werden. Aber sie haben das gestohlen? Haben sie etwas gestohlen? Da sind sie einfach nur blöd. Nein. Sie haben ja untereinander gestritten, haben sie, glaube ich, gesagt. Denk genau nach. Wie wieder mal nicht gefallen? Gerade die Klügsten, wahrscheinlich. Wir haben die Tiere gehört. Ihre Schreie. Dunsmill. Er hat geschrien. Und sie haben ihn getötet. Bist du sicher, dass es zuerst die Tiere waren und Dunsmill? Und nicht andersrum? Ich bin sicher. Sowas habe ich noch nie gehört. Und ich werde es nie vergessen. Was geschah dann? Wir sind rausgerannt. Es war ein Durcheinander. Die Tiere sind verreckt. Die Ställe haben gebrannt. Und überall diese Dämonen. Dämonen? Was, Dämonen, sagst du? Ach, nur Abschaum. Wertloser Abschaum. So. Die Ställe brannten von Anfang an. Wie viele waren es? Wie viele waren es? Nicht viele. Es sind bloß ein paar auf uns los, aber hinten waren mehr. Haben sich gegenseitig angebrüllt. Aha. Ja, brüllten genau. Sie wegen des ganzen Lärms? Nein, irgendwas war passiert. Haben gestritten. Aha. Hinten? Wo? Beim Wald, Richtung Norden. Haben versucht wegzukommen. Ein paar haben also das Weite gesucht und der Rest hat gekämpft? Genau. Dann sind mehr von uns raus und haben zurückgeschlagen. Also sind die anderen auch geflohen. Okay. Wohin? Wohin sind sie geflohen? Gen Norden, in den Wald. Ah, das wissen wir auch schon. Ich habe Marc gefragt. Questlog aktualisiert. Moment, schauen wir nach.
Frage der Überlebenden haben abgeschlossen. Nice! Ja, Gott sei Dank, wir haben letztens sehr schon lange gesucht. Die Ställe brannten bereits? Geschah das nicht, nachdem sie das weitergesucht hatten? Nein, die müssen sie gleich angezündet haben. Okay, das hören wir alles, danke. Mehr muss ich nicht wissen. Moment, Freunde. Wir machen kurz einen Screenshot. Danke. Vielleicht wird es heute mit Thumbnail. Mal schauen. So, Questlock. Cordy. Wir brauchen nur mal darauf. Nur mal darauf gehen, okay. Na, Moment einmal. Ah, jedes Mal verdrücke ich mich hier am Joypad. Was ist denn das eigentlich am Tastatur? M wie Map oder was? Pferdehändler, da können wir uns... Ah, ja, sehr geil. Da kann ich mir auch sogar ein Pferd kaufen, oder wie? Das ist ja geil. Das ist sehr geil. Was ist hier? An der falschen Ort. Gott sei mit dir, Heinrich. Mit dir auch, danke. Bevor wir da wieder retour gehen, mit dem Hauptmann können wir nachher auch noch reden. Schauen wir mal da Richtung Norden, würde ich sagen. Ist das Norden? Ja, da oben ein Kompass. Sehr nice. Und checken da oben mal die Lage. Wir sprinten ja ein bisschen schneller, haben wir ja gesagt. Das haben wir, glaube ich, schon untersucht, oder? Haben wir das schon untersucht? Ja. So, das mal kurz. So eine Minimap wäre trotzdem geil. Jetzt müssen wir immer wieder da reingehen. Zumindest ich gehe immer da rein. Okay, das ist so das Gebiet, aber ich gehe einfach wieder mal schnurstracks geradeaus Richtung zu dem Ding. Mehr oder weniger. Liegt da was zufällig? Nein. Weil meistens ist es da, glaube ich, auch. Ich werde mich aber ein bisschen ducken. Wir haben zwar die Rüstung an, aber... Wir müssen ja nicht gleich komplett auffallen. Was schaut das geil aus, oder? Die Sonne geht da rein, wie in echt, wie in echt. Die Bäume. Da der leichte Hügel da hinten. Sensationell. Das würde ich mir bei allen Spielen oder so wünschen. Was ist das? Überdimensionierte Pilze, Schwammerl. Ein Bienenstock! Okay, was kann ich da machen? Kann ich was machen? Moment. Ich kann nicht was öffnen. Honig! Nehme ich mit. Ist gesund, oder? Achso, bei jedem extra, okay. Ist das sogar auf der Map einzeichnet, oder wie? Bienenstock? Ah, glaube ich nicht. So, wir schleichen weiter in die Richtung. Sind wir schon ein bisschen abgeschweift. Was genau sollen wir da jetzt suchen? Erkunden. Moment, ist da drüben auch noch was gestanden? Ich muss die Gegner auskundschaften, alles klar. Ich kundschafte. Das ist ein kleiner Weg, gehen wir dem mal nach. Oh, die Sonne, Schatz. Ui, 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 lecker mio. Also jetzt zeigt man das nicht mehr genau an, wenn wir sowieso im Gebiet sind. Gehen hier mal. Aha, Moment. Da ist Blut. Oh, wer kommt denn da? Was sind unsere? Sie ging tiefer hinein. Ganz bestimmt. Hallo Jungs? Herr Hauptmann? Wo warst du? Wir haben einen der Saubande tot im Wald gefunden. Die anderen sind bestimmt über alle Berge. Oh, ich war zu langsam. Verdammt!
Ich habe zu lange den Mark gesucht, glaube ich. Nein, und die sind schon inzwischen rausgegangen. Hast du was erfahren? Ah. Verdammt. Nein, er war bereits tot. Geh und sieh ihn dir an, wenn es dir beliebt. Einer meiner Männer hält dort noch Wache. Na super. Danke. Das werde ich mir ansehen. Ich habe doch gefragt, na gut, so groß ist das Gebiet jetzt nicht mehr, aber ich hätte können noch fragen, wo es ist. So, wo ist er jetzt? Einer deiner Männer hält noch Wache. Ah, B. Da zeigt das mir schon an, oder? Da ist er. Hallo? Hä? Naja, wenn wir schon da sind. Bürgerschwert, dann schauen wir uns das mal an. Rest haben wir weg. Haben wir das schon? Jetzt müssen wir demnächst mal ein bisschen was verkaufen auch wieder. Pass etwas besser auf. Aber ich will ihn doch jetzt nicht plündern. Was genau soll ich machen? Zur Suche den Banditen. Ja, weil da steht... Wisst ihr was? Wir werden das hier jetzt aber speichern. Für das haben wir es ja. Weil wir sollen, weil wir jetzt auf Plündern gehen, nicht, dass der uns jetzt attackiert und... Okay. Na gut, dann nehmen wir das mit. Das scheint ein Questgegenstand zu sein. Oder auch nicht. Viel zu nehmen wir mit. Gelb-graue Tunika, ja, nehmen wir mit. Groschen, nehmen wir mit. Jagdstiefel wollen wir nicht. Wasser brauche ich jetzt auch nicht. Ah, okay, passt, perfekt. Hat funktioniert. Okay, Kollege, du kannst wieder heimgehen. Wald, okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Hat auf jeden Fall funktioniert. Ah, links runter wieder. Wir könnten eine Schnellreise hierher machen. Ah, das ist der Bienenstock, oder? Da war eine Aktivität. Im Pferdehändler werden wir noch, oder werde ich vielleicht auch offline auf jeden Fall mal aufsuchen, mal schauen, was das kostet und was für Pferde das da gibt. So, hier runter. Was habe ich entdeckt? Unfallort? What? Was für ein Unfallort? Das hat was? Moment. Was für ein Unfallort habe ich entdeckt? So, da wird er schon das... Ah!
Was haben wir hier? Oh. Okay. Noch was? Okay, Unfallort. Hat so... Ja, okay. Alles klar. Hat es einen kleinen Loot gegeben? Das gewusst hätte ich doch mit dem Pferd genommen. So, da ist die Lichtung runter, weiterlaufen. Ja, da links in den Wald entlang, oder? Da ist der Rauch. Das ist immer richtig. Wunderbar, wunderbar. Ich muss immer auf die Map schauen. Okay, geradeaus, da ist das C. Mal schauen, ob wir da richtig sind. Questlog, was müssen wir genau tun? Finde einen Besitzer des... Hufgrab, what the fuck? Wen soll ich finden? Bist du das? Willkommen, Heinrich! Hey. Wieso? 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 Was zur Hölle machst du, Heinrich? Hallo. Was zum Teufel? Mark? Weißt du, wessen Hufkratzer das ist? Rotschopf. Er hat ständig damit angegeben. Warum fragst du? Ich fand ihn bei einem der Banditen im Wald. Aber er... Wegen ihm? Wegen ihm haben sie hier gemordet? Herr im Himmel! Warte langsam. Du glaubst, Rotschopf war für den Überfall verantwortlich? Er floh. Kapierst du's nicht? Hat sich merkwürdig benommen und floh. Warum sollte er das sonst tun? Das klingt ziemlich seltsam. Und du weißt nicht, wohin Rotschopf gegangen sein könnte? Keine Ahnung. Frag Jakob. Wo ist der wieder? Ah, der ist da drüben. Okay, alles klar. Das kann nicht sein. Ah, es wird finster. Sollen wir jetzt... Vielleicht irgendwann nochmal pennen gehen oder so? Aber jetzt ist es wieder schlecht von der Zeit her vielleicht. Wer war noch einmal Jakob? Wen kann ich denn fragen, wenn ich ein Pferd kaufen? Können wir uns gleich anschauen, was der so im Angebot hat. Da brauchen wir nicht mehr hergehen. Das war er, glaube ich, oder? Hallo, Heinrich. Hallo, Jakob. Moment, Freunde. Ja, schlafen kann ich mir jetzt nicht legen, oder? Ist blöd. Moment. Ich habe so lange gebraucht, dass schon Nacht wird. Verdammt. Moment, wir machen das so. Wir speichern wieder. Schauen wir mal kurz. Ja, Energie würden wir auch dann langsam brauchen. Hier bei normal pennen. Kann ich mich hier irgendwo hinlegen? Hallo, Heinrich. Hallo. Fackel, schon mal gut. Kann ich mich hier irgendwo hinlegen und pennen? Oh, nicht aufbrechen. Wie geht es dir, Heinrich? Okay, mit der Fackel können wir jetzt einmal interviewen zumindest.
Weißt du irgendetwas über diesen Hufkratzer? Der gehört Rotschopf. Hat ihn in Ratto machen lassen. Mhm. Weißt du, wo ich diesen Rotschopf finden könnte? Hat seine 7 Zwetschgen gepackt und ist weg. Was? Was? Ich weiß, wie das aussieht, aber Rotschopf ist ein anständiger Kerl. Glaub nicht, dass er mit dem Überfall was zu schaffen hat. Ich glaube schon. Wohin könnte er geflohen sein? Vielleicht weiß ich's, aber versprich mir eins. Wenn du ihn findest, dann hör dir an, was er zu sagen hat, bevor du dein Urteil fällst. Das mache ich. Das kann ich dir nicht versprechen. Ja, wenn es möglich ist, höre ich mir auf jeden Fall mal an, was er zum Sagen hat. Das ist klar. Ich gebe dir mein Wort. Jo. Manchmal kamen ihn die Köhler besuchen. Er kommt gut mit ihnen aus. Ich glaube, dass er dorthin ist. Und wo ist das? Kein Schimmer. Die bleiben meistens unter sich. Du weißt ja, Köhler. Aber der Wald ist voll von ihnen. Die könnten überall sein. Jawohl, nur dass die nicht weit weg sein werden. Wenn du den Bach vom Gestüt aus in Richtung Ratai folgst, stößt du auf eins von ihren Lagern. Nur was? Rotschopf nahm diesen Weg nicht. Er nahm stets die breite Straße durch die Wälder Richtung Uschitze. Aber wie soll ich sie finden? Machen viel Rauch, wenn sie arbeiten. Du wirst sie riechen, bevor du sie siehst. Außerdem müssen sie nah am Wasser sein. Ich muss also bloß den Wald entlang eines fließenden Gewässers durchstreifen? Genau. Ja, das könnte ja klappen, oder? Das ist ja relativ kompakt. Kann ich jetzt irgendwo pennen? Ich glaube, das werde ich mir jetzt noch suchen. Rotschopf in der Klemme. Ja, wahrscheinlich haben sie ihn irgendwie gelinkt oder so. Kann ich hier normal schlafen? Theoretisch. Befragt die Köhler im Süden und noch irgendwas. Okay, schauen wir uns gleich an, Freunde. So, jetzt schauen wir mal. Können wir hier schlafen? Achtung, du hast die Fackel noch in der Hand. Ja. Gut, vorher haben wir gespeichert. Schauen wir uns das mal kurz an. Das machen wir noch und dann machen wir jetzt für heute Schluss. Sonst habe ich die doppelte Zeit wie das letzte Mal. Ich hoffe, das hat euch nicht wirklich gestört. Schreibt es ruhig in die Kommentare, wenn es lieber 20 Minuten Parts hättet. Wobei, man kann sich ja eh... Man kann ja eh auf Pause oder auf YouTube merkt sich die, wo man ist. Oder schaut es euch bis zur Hälfte an und dann, wenn ihr weiter Zeit habt, die zweite Hälfte oder wie ihr wollt natürlich. Aber wenn es gerade passt... Dann muss ich natürlich dranbleiben von der Story her. Ja gut, Freunde. Ich werde mich mal auf den Weg machen. Die ist noch immer finster, oder wie? Der steht noch immer da. Hauptmann, können wir den nochmal reden? Zum Abschluss? Gott sei mit dir. Mit dir auch. Ah, Gott sei Dank. Ich glaube, Rotschopf ist darin verwickelt. Mhm. Und warum glaubst du das? Genau. Der Hufkratzer, den der Halsabschneider bei sich hatte, gehört ihm. Das ist verdammt verdächtig. Er verhielt sich verdächtig, als ich ihn befragte. Was sagst du damit? Er wand sich wie ein Wurm und sagte kaum etwas. Es könnte der Schreck gewesen sein. Er verschwand gleich, nachdem wir die Halunken im Wald entdeckten. Und ich glaube zu wissen, wo er steckt. Wo? Bei den Köhlern. Er hat Freunde dort. Wir müssen ihn finden. Wenn seine Freunde ihn verstecken, werden sie kaum mit meinen Männern reden. Du solltest nach ihm suchen, Heinrich. Geh, bevor die Spur verwischt. Ich schicke Kunde nach Ratai. Ist gut, Herr. Das scheint mir eher nach einer Nebenquest auszuschauen. Fangen wir mal. Du hast nicht zufällig Arbeit, Hauptmann. Kommt ganz drauf an, wozu du bereit bist. Wie du sicher bemerkt hast, wimmelt es auf den Straßen von Räubern. Herr Hanusch hat ein hübsches Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Wie gehe ich am besten gegen sie vor? Wir kennen den Standort eines ihrer Lager. Es liegt östlich von Ratai, in einer stillgelegten Mine.
Mir ist es ziemlich gleich, was du mit ihnen anstellst. Mhm. Jedenfalls trägt ihr Anführer Sporen. Vielleicht geben sie, wie dem auch sei, ich spule mal kurz vor. Sporen, damit ich gut, bring mir die Sporen, alles klar, Nebenquest. Warte, danke. Herr Hanusch hat außerdem auf jeden Plünderer ein Kopfgeld ausgesetzt. Also nimm einen Dolch mit. Er zahlt für jedes Ohr, das du kriegst. Ohr, okay. Ist das nicht barbarisch? Ist das nicht barbarisch? In Zeiten wie diesen gilt Auge um Auge. Ich fürchte, okay, da hast Hauptmann. Du wohl recht. Spiel gespeichert, sehr schön. Wo sind unsere Pferde? Sind wir hier richtig? Ich sehe nichts. Hier hat sicher nichts zum Essen gegeben, oder? So, bevor wir wegreiten, schaue ich noch, ob ich irgendwo... Wir sind aber genau hier, Pferdehändler. Wer wäre hier der Pferdehändler? Wo muss ich da genau hin? Oder geht das erst, wenn die Story hier quasi vorbei ist? Dann kann ich hier wen anquatschen. Außerdem ist jetzt noch zu früh wahrscheinlich. Der wird noch schlafen. Egal, da werden wir dann nochmal herschauen. Pferdehändler. Ich will mal schauen, was sowas... Ah, was zum Essen! Nice! Sehr geil. Das brauchen wir jetzt eh. Perfekt, Freunde. Da sind wir jetzt satt. Jo, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Das war's. Was? Gut, der bellt nur. Hunde, die bellen, beißen nicht. Ist das mein Pferd? Nö. Das? Nö. Das? Nö. Das? Nö. Da steht's. Gut, ich sag danke fürs Zuschauen. Wir müssen die Köhler suchen. Was ist denn das da oben? Das ist irgendwie ein Banditenlager. Okay, das ist die Map-Ende auch quer quasi. So, Neuhof. Ah, da werden wir gleich vorbeireiten im nächsten Part im Neuhof. Einmal so ganz grob nur. Ah, und da haben wir was markiert. Da ist irgendwie, da dürfte ein Schatz sein oder sowas in die Richtung. Okay. Okay, liebe Freunde. Vielleicht treffen wir uns beim nächsten Part direkt bei den Köhlern, wenn es da nichts Aufregendes gibt. Ich reite mal los. Sag danke fürs Zuschauen. Jo, bis zum nächsten Mal. Bei Kingdom Come Deliverance, liebe Mittelalter- und Ritterfreunde. Ciao, ciao.